Heute zeige ich euch gleich zwei Zauberstäbe, aber bevor ihr jetzt jubelnd in die Luft springt, dass es endlich mal um die Weasley-Zwillinge geht, geht's natürlich nicht. Ich zeige euch nämlich die Zauberstäbe von Vincent Crabbe und Gregory Goyle, weil die sind ja genauso wie die Weasley-Zwillinge einfach unzertrennlich. Und bevor wir auf die Charaktere eingehen, zeige ich euch erstmal die Zauberstäbe an sich. Erstmal handelt es sich hier um die Charakteredition, das heißt, wir haben wie immer diese schöne Pappverpackung, wo außen auch direkt nochmal der Name draufsteht. Einmal ist das eine braune Verpackung, nämlich bei Goyle, und bei Vincent Crabbe ist es eine schwarze Verpackung. Und ich merke gerade, dass das gar nicht so einfach ist, die beide gleichzeitig auszupacken. Deswegen gehen wir mal der Reihe nach und fangen mit Goyle an. Also vom Prinzip ist das natürlich ganz ähnlich. Soll heißen, wir haben hier halt einfach den Zauberstab drinnen liegen und hier unten ist auch direkt nochmal ein Namensschild dabei. Und da steht natürlich, weil es ein Namensschild ist, auch direkt nochmal der Name drauf. Und damit kann man das einfach ein bisschen schöner präsentieren. Ich kann auch noch ganz kurz den Crabbe dazu zeigen, dass er vom Prinzip halt genau gleich ist. Liegt auch so in der Verpackung und auch mit Namensschild. Und wenn wir die jetzt mal nebeneinander halten, merken wir, dass die Zauberstäbe sich gar nicht so sehr voneinander unterscheiden. Also vom Stil her sind sie sehr ähnlich gehalten und auch ein bisschen weniger filigran. Das sieht nicht so wirklich komplex aus. Es ist tatsächlich so ein bisschen bulkiger, so ein bisschen dicker. Es sieht fast so ein bisschen aus wie so ein Hau-drauf-Instrument. Das ist jetzt natürlich sehr negativ ausgedrückt, aber es passt halt so einfach zu den Charakteren, weil Crabbe und Goyle halt auch einfach eher ein bisschen bulkiger sind und nicht für ihre Intelligenz bekannt. Und auch das Design ist halt sehr ähnlich. Also wir haben halt diese Brauntöne und der eine ist halt ein bisschen dunkler und der andere ist ein bisschen heller, aber man sieht doch eigentlich ziemlich stark die Ähnlichkeit zwischen den beiden. Nur in der Länge unterscheiden sie sich ein bisschen. Der Zauberstab von Goyle ist 36 cm lang und der Zauberstab von Crabbe ist 37,5 cm lang. Übrigens wissen wir über die Zauberstäbe gar nicht so viel. Also eigentlich gar nichts, wenn man ehrlich ist, weil weder in den Büchern noch in den Filmen wird irgendwie mal erwähnt, aus welchem Material die jetzt sind oder irgendwie, ob die halt hier biegsam sind oder sonst was. Da weiß man leider gar nichts drüber. Und das ist ein ganz gutes Stichwort, weil das gilt ja auch so ein bisschen für die beiden Charaktere, weil über Crabbe und Goyle weiß man nicht wirklich viel. Also wir wissen, dass beides Reinblüter sind, die sind im Slytherin-Haus und halt die besten Freunde von Draco Malfoy. Wobei, so richtig Freunde sind es ja auch nicht, oder? Das sind ja doch mehr so, ja, Bullies und Lakaien, also die leben ja in den Büchern quasi eigentlich dafür, so die Wünsche von Draco Malfoy auszuführen. Das macht sie eigentlich erstmal wenig spannend, weil sie haben nicht mal so richtig eigenen Willen. Die machen halt einfach, was ihnen aufgetragen wird. Und auch sonst weiß man nicht so viel über sie. Also über die Eltern beispielsweise weiß man nur, dass es auch da jeweils einen Vater gibt, nämlich also einen Mr. Crabbe und einen Mr. Goyle. Aber man weiß nämlich die Vornamen von denen nicht. Wir wissen nur, das waren Todesser und das war es letzten Endes eigentlich auch schon. In der Schule haben sie ja nicht wirklich was erreicht. Weder Crabbe noch Goyle. Sie waren nicht wirklich intelligent und haben auch immer Probleme mit ihren Abschlussprüfungen gehabt. Aber eine Sache haben sie dann doch geschafft. Sie sind beide ins Quidditch-Team von Slytherin gekommen und waren dann da natürlich als Treiber zugange und mussten halt dann die Klatscher hin und her werfen und die anderen Spieler ausnocken. Also waren eigentlich wie gemacht dafür. Meinst du, einer von denen kann Klavier spielen? Also wenn Crabbe und Goyle in einer Band spielen würden, wären beide Schlagzeuger. Aber zwingend drauf vorne. Nee, einer würde Bass spielen. Und andere. Später, als Malfoy dann weggegangen ist von Hogwarts, quasi nach dem 6. Band, da waren sie halt ohne ihn da, standen quasi, hatten nur noch sich gegenseitig und haben sich dann aber ein bisschen weiterentwickelt, weil tatsächlich erfahren wir ja, dass sie eine gewisse Begabung hatten für die dunklen Künste. Also Vincent Crabbe ist ja beispielsweise derjenige, der dann auch bei der Schlacht von Hogwarts das Dämonsfeuer heraufbeschwört, was nicht mal jeder kann. Also das kriegst du nicht mal nebenbei hin. Ob es jetzt wirklich beabsichtigt war, ist eine andere Frage, aber er hat offensichtlich schon ein gewisses Talent. Also vielleicht hat es das auch ein bisschen gebraucht, dass sie von Malfoy weggegangen sind. Und das finde ich eigentlich schon ganz spannend. Leider hat es dann natürlich, ist es nicht wirklich gut ausgegangen für den Crabbe, weil in dem Dämonsfeuer ist er ja leider auch gestorben. Und das war aber auch an sich eine ganz spannende Situation, weil Malfoy hat sich vorher eigentlich nie so wirklich um die gekümmert. Also die schien ihm mehr oder weniger egal zu sein. Er hat sie ja quasi angenommen als die Leute, die ihn da als Handlanger beschützen oder sowas. Aber er hat ja dann im Raum der Wünsche doch wirklich versucht, den Goyle noch zu retten, was er dann auch letzten Endes geschafft hat. Und man hat dann halt doch gesehen, dass er irgendwie ist er doch eine gewisse Freundschaft. Und das fand ich dann eigentlich ganz spannend. Das war's.